Es ist Zeit für den Großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert. Also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Das Autodromo Hermanos Rodriguez ist eine 4,18 Kilometer lange Strecke, auf der die Fahrer die Möglichkeiten ihrer Autos voll ausschöpfen und dabei Geschwindigkeiten von über 350 km/h erreichen können. Die Strecke bietet zahlreiche Überholmöglichkeiten, insgesamt 10 Rechts- und 7 Linkskurven. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über den Wissenschaftler. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und Sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Hamilton, Carlos Sainz und Perez. Albon, Norris, Leclerc und Sebastian Vettel. Gasly, Magnussen, Dani Quert und Giovinazzi. Ricciardo, Russell, Romain Grosjean und Nicolas Latifi. Raikkonen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Ocon, Stroll und Nyck de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, und damit guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2020 zum Großen Preis von Mexiko. Und wir haben heute Großes vor. Wir haben heute sehr, sehr Großes vor. Ich habe mir ein Handicap gesetzt, Leute. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr, Mexiko war ja das einzige Rennen, was ich gewonnen habe. Und das wirklich dominant. Ich glaube, ich hatte am Ende zwischen 20 und 30 Sekunden Vorsprung auf P2 in einem Wagen, der nicht ansatzweise der beste war. Und jetzt habe ich den besten Wagen. Und ich dachte mir, Mensch, das Rennen würde, glaube ich, relativ langweilig werden. Deswegen werden wir diese Strategie hier nehmen. Wir werden die erstmal auf personalisiert umschalten für den Sprit und was wir jetzt machen werden, wir werden die bearbeiten und einen Boxenstopp draufsetzen. Nämlich gehen wir nochmal auf Softreifen. Das Ganze wird langsamer sein als unsere normale Strategie logischerweise, aber das hat den einfachen Hintergrund, dass ich der Meinung bin, wir können das verkraften, ne? Ich möchte einfach mal was anderes probieren. Ich hatte auch überlegt, wer das Qualifying gesehen hat, wird das schon wissen, was ich hier gerade sage. Ich hatte auch überlegt, einfach zu sagen, okay, ich stelle die KI mal auf 109 oder 110 und dann gucken wir mal, was passiert. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen lame. Ich wollte mal was anderes probieren und deswegen werden wir einfach mal eine 3-Stop machen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Es soll ungefähr 9 Sekunden langsamer sein. Und ja, ob dem so ist, ob wir das Rennen trotzdem gewinnen können oder nicht, werden wir gucken. Wir starten das Rennen und werden mal schauen, ob das das werden kann oder nicht. Wir starten halt auch als Einziger auf den Mediums. So, da muss ich jetzt aber auch echt gucken, dass ich gut wegkomme vom Start. Alle anderen kriegen Windschatten, ich nicht. Sehr geil. Aber sieht soweit so vernünftig aus. Oh Gott. Nee, Verstappen, du wirst vieles machen, aber du wirst mich nicht außenrum kriegen. So, Hamilton von 5 direkt auf 3 vor, weil Bottas jetzt der Meinung ist, sich mit Sainz zu bekebbeln und Sainz dadurch jetzt irgendwie sich mit Bottas in die Haare kriegt. Interessant. So, wir wissen ja, dass die anderen Fahrer Runde 1 immer sehr viel ERS und so raushauen. Oh Gott.
Deswegen bin ich mal guter Dinge, dass wir uns bald vor Verstappen wirklich absetzen können. Aber dafür muss ich jetzt halt auch tatsächlich zur Abwechslung mal gut fahren. Aber Side by Side in Turn 1. Aber die Softreifen werden halt auch bald einen Abgang machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die sind zwar jetzt noch super stark, aber na, ich glaube, so ewig lang werden die nicht halten. Und ging ich dann ja gerade mal 8 Runden, beziehungsweise mit einem Satz, glaube ich, 9 Runden fahren muss. Mit den Softreifen, das werden die ja locker durchhalten. Also ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Wir werden das auch durchziehen einfach. Egal, was passiert. Aber weil es mich auch selber interessiert, ob ich so ein Rennen trotzdem noch gewinnen kann, im Zweifel oder nicht. So. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen von Verstappen weggekommen. Hamilton näher an Verstappen dran als Verstappen an mir. Das wäre natürlich noch besser, wenn die sich bekämpfen würden. Was auf Mexiko schon sehr gut passieren kann, definitiv. So. Verstappen einfach aus dem DRS draußen halten. Ein Satz, den man so eigentlich nicht aussprechen darf, weil Verstappen einfach aus dem DRS draußen halten ist schwierig, müsste aber eigentlich funktioniert haben, glaube ich. Ne, scheiße, der Messpunkt ist ja erst hier. Ne, hat nicht funktioniert. Dafür sind die Softreifen noch zu gut gewesen durch den letzten Sektor. Ah, doof. Doof. Dadurch kommt er jetzt ordentlich ran, weil Hamilton auch nicht mehr im Verstappen-DRS-Fenster drin hängt. Aber wie gesagt, wir warten einfach mal ab, wie lange deren Reifen halten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allzu gut gehen wird. So, bei den Top 4 sollten wir höchstwahrscheinlich schon landen, wenn ich das gerade richtig begutachte alles. So wie wir gerade vor Sainz wegfahren. Sieht das zumindest schon mal ganz gut aus. Na, ja, jetzt gerade sind die Softreifen einfach noch zu krass. Da machen wir gar nichts dagegen. Aber wie gesagt, die werden nicht ewig halten. Davon gehe ich mal aus. Und im Zweifel zwingen wir den Verstappen in den Fehler, wenn er der Meinung ist, mit mir kämpfen zu wollen. Alright, Magnussen auf der Stadt-Zielgeraden. Sehr gefährliche Stelle, folglich kein Safety Car. Dirty Air hilft mir jetzt natürlich ein bisschen, also dass er halt in der Dirty Air drin hängt.
Caution, caution. Na ja, komm, in den nächsten ein, zwei Runden müsste doch so langsam mal. Das ist halt so krass, dass da kein Safety herkommt, ne? In den nächsten ein, zwei Runden müsste doch so langsam mal zumindest dann seinen Reifenvorteil verpuffen. Wobei, vielleicht ist er das ja schon. Vielleicht hängt er sich ja gerade auch nur noch dran durch das DRS. Sieht ja ein Stück weit so aus, tatsächlich. Oh, Hamilton und Bottas bekämpfen sich auf jeden Fall. Das ist auch nicht schlecht. Würde mir für eine Podiumsposition helfen. Aber ja, sagen wir es so, wie es ist. Meine starke Phase kommt ja erst noch. Ich krieg ja noch dreimal Soft. Jawohl, da hatte ich ihn aus der DRS-Range draußen, glaube ich. Nein, er hat immer noch DRS. Ach, come on, das war doch locker über eine Sekunde beim Messpunkt. Ach, aber egal, wir haben ihn langsam. Ich meine, die müssen ja auch noch Mediums fahren. Und wenn ich halt jetzt gerade mit den Mediums mithalten kann, eigentlich sogar einen Tacken schneller wäre, er ist ja auch nur dran durchs DRS aktuell. Wenn ich dann meine Soft habe und die auf den Mediums fahren, dann ist aber sowas von Ende. Das sage ich euch aber. Eine halbe Sekunde durch den Mittelsektor ungefähr gemacht. Ja, aber jetzt haben wir es doch auf jeden Fall. Ja, guck mal. Da ist er raus aus dem DRS. So, und ab jetzt muss ich wegziehen. Wir haben schon 10 Sekunden auf Sainz. Das ist schon mal ordentlich, definitiv. 5,8 auf Hamilton. Tendenz steigend. Ja, durch den Mittelsektor verliert Verstappen jetzt auch ein bisschen Zeit auf mich schon. Sehr gut. Die werden aber jetzt wahrscheinlich auch bald reingehen, nehme ich an. Ich denke, die werden einfach nur den langen Medium-Stint machen. Ja, das weiß ich. Das finde ich auch sehr positiv, dass ich die Softs kriege. Ich möchte halt ungern vor denen reinfahren. Das ist halt so ein bisschen das kleine Problem, was ich noch habe. Deswegen muss ich mal gucken, wann die reinfahren. Weil das Problem ist halt, wenn ich zeitgleich mit denen reinfahre. Hamilton und Bottas echt im Kampf. Sehr geil. Wenn ich halt zeitgleich mit denen reinfahre, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht auch im Verkehr mit drin hänge. Und das kann ich echt nicht brauchen. Ich möchte so wenig On-Track-Überholmanöver wie möglich machen. Ja, durch den Kampf haben wir schon 8 Sekunden auf Hamilton und Bottas.
Wir machen fast eine Sekunde pro Runde auf die. Ach nee, nee, Jeff, das geht noch. Das geht noch, keine Sorge. Fahrer hinter mir. Verstappen behind. Our gap behind is 3.2 seconds. They're on old softs. Their tires are 9 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1.17.8. Na, ich würde eigentlich gerne wissen, wie viel pro Runde ich auf ihn mache, weil ich glaube, das sind auch aktuell so 6, 7 Zehntel. Weit 18 Sekunden auf Albon schon. Krass. Also ja, die Anfangsphase vom Rennen wird wahrscheinlich die langweiligste sein. Die Mittelphase wird das Spannende. Aber die werden wahrscheinlich jetzt demnächst reingehen, diese oder nächste Runde. Verstappen bleibt draußen noch. Aber Hamilton und Bottas gehen rein. Ja, Albon auch drin. Ja, doch, also wir können auch dann diese Runde tatsächlich rein. Wir haben 23 Sekunden auf Gasly, der auch reingehen wird. Also die Nummer mit Verkehr ist eh durch. Davon würde ich zumindest mal ausgehen. Und dann bin ich mal gespannt, was ich auf den Softreifen zu reisen kann. Wir haben 2 frische Softreifensätze. Und einen leicht angefahrenen aus dem Qualifying, den wir noch kriegen. Eieiei. Es wäre halt auch geil gewesen, einfach einen Einstopp zu versuchen, aber ich glaube einfach für die Spannung ist das hier die bessere Alternative. So Leute, dann zeigt mir mal bitte, ne? Gebt mir diese Softreifen. Ah, 2,7er Stop. Ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so mega kacke. Okay, Hamilton und Bottas sind eh. Die Nummer ist durch, die sind im Verkehr. Die haben richtig Zeit verloren, nehme ich an. Auf der Outlap sparen wir jetzt mal ein bisschen Sprit an. Ja, aber so viel haben die gar nicht verloren. Nur so knapp eine Sekunde. Aber Bottas halt ein bisschen mehr, weil der jetzt auch immer noch hinter Ocon hängt. So, wir dürfen jetzt als erstes die frischen haben, oder? Jawohl, die Used kriegen wir als nächstes dann in einem etwas kürzeren Stint. Und dann kriegen wir die in ganzem Zustand nochmal, also die neuen. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben 4,9 ungefähr an der Ziellinie auf Verstappen gehabt. Schau mal, wie viel Abstand ich auf gleichen Reifen gewinnen kann.
schöner zweiter Sektor, definitiv. Kann man machen. Ja gut. 1,5 Sekunden in der letzten Runde. Das ist ordentlich definitiv. Aber die haben jetzt auch gut gepusht. Ja, das, also aktuell sieht es sehr gut aus, dass unser Plan funktioniert. Wir haben auch 14 Sekunden auf Hamilton. 15,5 auf Bottas. Das kann mir halt echt noch ein bisschen was kaputt machen, falls ich wirklich on track gegen Bottas und Hamilton fighten muss. Aber ich hoffe einfach, ich kriege das durch die Strategie so hin, dass ich quasi in der Box an denen vorbeifahre. Dass ich mir jetzt genug Vorsprung raushole. Ich werde halt vor denen reinfahren jetzt. Also die werden ihre Softreifen bis Runde 20 ungefähr ziehen. Das werde ich ja nicht machen. Ich werde ja, glaube ich, Runde 19 reingehen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Ne, auch Runde 20, okay. Dann werden die ihre Reifen auf Runde 21 oder so ziehen. Auf jeden Fall länger als ich. Das ist klar. Das ist klar. So, knapp eine Sekunde rausgeholt. Ja, wir müssen halt auf Verstappen ungefähr 20 Sekunden holen. Bisschen mehr sogar, glaube ich. 22, 23 ungefähr. Das heißt, wenn wir bei einer Sekunde pro Runde bleiben, ist das schon mal ein Vorteil, definitiv. Yo, da ist ein Red Bull auf dem letzten Platz. Was ist da passiert? Aber wahrscheinlich. Ja, okay, ist ja, muss ja Kimi sein. Stimmt, aber der ist ja auch super weit hinten sowieso gestartet durch Gridstrafen. Wahrscheinlich dann einfach nur irgendwie eine doofe Kollision reingerutscht, könnte ich mir vorstellen. Interessanterweise gewinne ich gerade tatsächlich, glaube ich, sogar mehr auf Verstappen als auf Hamilton und Bottas. Die bekämpfen sich jetzt halt nicht mehr, ne? Oh, da scheidet Bottas, nein! Also, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. Für mich ist das jetzt cool, weil dadurch habe ich ein Podium auf jeden Fall, aber... schwierig. Wobei stimmt, die Einstopper darf ich auch nicht aus den Augen verlieren, ne? Sowas wie Ocon oder so. Wenn der eine Einstopp macht. Weil auf die muss ich ja sogar 40 Sekunden rausholen. Hier ist noch einiges offen, hier ist noch einiges offen. Ja, dass Bottas ausgeschieden ist. Fürs Team kacke, wobei wir halt die Konstrukteurswertung schon haben. Für mich eigentlich ganz gut. Okay, Ocon jetzt in der Box. Ja, das wäre eigentlich klug, wenn der sich Harte holen würde, ne? Das ist ja die Frage, ob er es macht. Na, ich glaube aber nicht. Weil ich sehe auch Carlos Sainz jetzt beispielsweise in der Box.
Eben nicht in der Box. Ich sehe gerade Science of Mediums. Das heißt, der war schon drin. Dann kann es sein, eventuell, dass Ockhorn auf den Mediums gestartet ist, so wie ich, und dann halt Medium Soft Soft macht. Nicht so wie ich, Medium Soft Soft Soft. Schwierig. Auf jeden Fall 10 Sekunden Vorsprung jetzt vor Verstappen. Das ist echt gut, dass ich so geschafft habe, mich dann doch relativ zeitig abzusetzen. Ich konnte mich halt zumindest gut vor ihm halten. Auf den schlechteren Reifen, das war schon mal gut. Und jetzt kommen wir halt gut weg. So, ich werde die Box auf jeden Fall auf P3 verlassen. Ich habe aber leider das Gefühl, da wird nicht viel auf Hamilton fehlen. Und das könnte ein Problem werden, wenn Hamilton mich eventuell aufhält. Wobei ich halt jetzt gerade auch mir unschlüssig bin, wann die reinfahren. Die könnten halt wieder relativ zeitgleich mit mir reinkommen. Ja, wird wahrscheinlich sogar passieren. So, wir sehen den Haas auf jeden Fall. Ja gut, der Haas ist auf der Strecke halt einfach verloren. Durch den Ferrari-Motor. Wobei der andere Haas... Ah ne, der ist ausgeschieden, oder? Weil den sehe ich auf der Map gerade zumindest nicht. Doch, es sind ja zwei Fahrer ausgeschieden. Doch, ich meine, das andere dürfte ein Haas sein, was ausgeschieden ist, neben Bottas halt. Das Geile ist halt echt, dass wir unsere Pace immer noch mehr oder weniger gehen können. Also, die Softs fühlen sich jetzt immer noch nicht so kacke an, tatsächlich. Wobei, zeitlich merkst du es im zweiten Sektor schon. Gut, ich habe mich aber auch royal verbremst im zweiten Sektor. Darf man nicht außer Acht lassen. Aber es könnte sogar sein, dass Hamilton diese Runde reingeht. Der war ja eine Runde vor mir drin. Ja doch, ich nehme an, Hamilton wird diese oder nächste Runde reingehen. Blue Flags. Come on. Blue Flag. Blue Flag. Blue Flag. Grosjean macht keinen Mist. Nein, den SS würde er mich leider nicht vorbeilassen. Der wird mich jetzt aufhalten. Aufgehalten hat, habe ich jetzt auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Erst auf die Seite fahren, dann auf die Bremse gehen, mein Freund. Alter, Kimi, was ist mit dir passiert? Naja, soll mich eh nicht stören. Ich hole mir frische Reifen, haut rein. Ja, Verstappen geht vorbei, aber nee, Verstappen geht rein, okay, cool. Auch nicht schlecht. 2-3er-Stop. Wir verlassen die Box tatsächlich vor Hamilton. Geil! So, er muss noch einmal rein, ich muss noch einmal rein. Easy, Hamilton haben wir schon mal. Und da Verstappen jetzt Mediums hat und ich noch zweimal Softs habe, davon einmal frische... Oder auch nicht, weil das Spiel der Meinung ist, mir keine frischen zu geben.
Ja, warte mal, ich hab doch. Ich hab doch nur in Q1 einen Soft-Reifensatz verwendet und in Q2. Und in Q3. Das sind ja die einzigen beiden Softsätze, die ich verwendet habe. Ich hatte noch zwei übrig. Warum kriege ich dann jetzt die zwei angeschlagenen? Das verstehe ich gerade tatsächlich nicht, aber gut. Soll mich nicht stören, wir haben frische Softreifen und wollen Verstappen jetzt mal um die Ohren fahren. Jo, Hamilton geht jetzt rein. Stell dir mal vor, in der Realität wird einer so eine Aktion bringen. Das wäre schon eine andere Nummer, definitiv. So, 13,5 auf der Linie ungefähr, also als Verstappen über die Linie gefahren ist. Mal schauen, wie viel wir jetzt in einer Runde rausholen. Hamilton sogar hinter Sainz jetzt wieder. Ich meine, gut, Sainz hatte auch letzte Saison ein geiles Rennen eigentlich. Sehr lange ums Podium sogar mitgefahren. Aber ich glaube, der muss auch noch mal rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Mittelsektor und dritter Sektor sind nochmal schneller, logisch. Wir haben jetzt frische Reifen und unser Wagen ist ein gutes Stück leichter geworden. Auf der Geraden tut sich dann relativ wenig. Und da ich meine vorherige beste Runde, glaube ich, auch mit Fettgemisch gefahren bin, bin ich jetzt logischerweise nicht in der Lage, Topzeiten zu fahren. Aber hey, soll es auch nicht. Wir haben auf jeden Fall in der letzten Runde 1,8 Sekunden auf Verstappen gut gemacht. Ist okay. Aber ja, ihr seht auf jeden Fall, das Rennen wäre halt super langweilig geworden, wenn ich es einfach so durchgezogen hätte. Ocon macht wirklich die Einstopp. Geil. Auch wenn es ein Medium Hard ist, ich glaube wirklich eine Soft Medium wäre drin gewesen, für mich zumindest. Nur so eine Theorie. Aber ja, so können wir es zumindest ein bisschen spannender halten. Weil ich meine, diese Strategie setzt natürlich auch voraus, dass ich wirklich Runde für Runde push. Was heißt, es können auch Fehler passieren. Und ich hatte schon den einen oder anderen Quersteher. Ne, so ist nicht. Das ist nicht ansatzweise ein perfektes Rennen von mir. So, italienischer Jesus. Hauen sie rein. So, 17 Sekunden auf Verstappen gerade. Ja, ich nehme aber an, nach dem Boxenstopp könnte ich sogar hinter ihm sein vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Je nachdem, wie meine Reifen jetzt abbauen oder nicht, weil ich muss ja bald schon wieder rein, ne? Runde 28, genau, das sind jetzt noch 4 Runden. Und meine Reifen werden wahrscheinlich jetzt doch langsamer werden. Ach nee, nee, komm, wir machen das auf Runde 28, Jeff. Oder ich gehe jetzt auf Mediums. Dann wäre ich auf jeden Fall hinter Verstappen und wir hätten noch einen Kampf. Aber ich habe gesagt,
Ich habe ganz am Anfang im Rennen gesagt, egal was passiert, wir ziehen die Strategie so durch. Das machen wir jetzt auch. Einfach aus Prinzip. Es ist halt auch schon krass, ne, wenn du mal guckst. Auf der... Oh Gott. Auf der Karte einfach. So... Man merkt schon, welche Teams gute Wagen haben und welche eventuell nicht. Also auch rein zeitlich 50 Sekunden auf Sainz. Und Ocon, gut, Hamilton haben wir auch 30 Sekunden mittlerweile. Der hat am Anfang halt durch Bottas super viel verloren. Und auch Verstappen halt auch mittlerweile 20. Aber du musst halt bedenken, ne? Die Runde geht nicht viel länger als eine Minute, so eine Minute 15 ungefähr. Also Sainz steht ein Boxenstopp vor einer Überrundung, sagen wir mal so wie es ist. Wenn ich eine Einstopp gemacht hätte oder eine Zweistopp auch nur, dann hätte ich wahrscheinlich alle überrundet. Außer halt die Mercedes. Könnte zumindest ganz gut sein, ne? So, apropos überrunden. Sehr geehrter Herr Russell. Grosjean wird sich jetzt auch denken, ne, schon wieder? So, Großjeans. Kommen Sie rum. Ich hätte gern Ihr DRS, Dankeschön. Kimi! Wupp. Kimi, du bist der Depp. Wie gesagt, erst von der Linie runter, dann auf die Bremse steigen. Ja, ich hätte daraus vielleicht eine beste Runde machen können, aber dann dachte sich Kimi, boah. Nee. So, noch ungefähr 9 Runden jetzt. Das heißt, ich werde 8 Runden auf den Softs nochmal fahren. Also auf den anderen. Das ist eine theoretische Frage. Das ist halt geil. Ich könnte auf den in der Theorie zu Ende fahren. Das wäre drin. So eine Soft Medium wäre halt sowas von locker drin gewesen. Dann würde ich mir 2 Boxenstopps sparen. Ich meine, ja. Du darfst nicht einfach dann 50 Sekunden abziehen ungefähr. Da darfst du nicht machen. Weil ich wäre natürlich auf den Runden an sich betrachtet im Schnitt ein gutes Stück langsamer gewesen. Aber das wäre wahrscheinlich mit einer Einstopp trotzdem so... Ich würde mal frech behaupten, 25 bis 30 Sekunden, die ich halt nochmal mehr hätte oder halt nochmal schneller wäre. Mal gucken. 23 Sekunden vor Verstappen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, Verstappen hat gerade noch mal ein bisschen Zeit verloren durch den Williams. Go. 2,1. Uff. Erst 2,7, dann 2,3, jetzt 2,1.
geile Pitstop-Crew. Ja, okay, wir sind auf jeden Fall vor Verstappen. Und wir kriegen sogar DRS. Geil. Nehme ich mit. Ja, 3 Sekunden Vorsprung. Tendenz steigend, würde ich sagen, ne? Weil jetzt habe ich frische, mehr oder weniger frische Soft. Gegen seine schon sehr angeschlagenen Mediums. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wir können da drin so mit 10 Sekunden Vorsprung locker beenden. Könnte klappen. Aber wir sparen jetzt erstmal ein bisschen Sprit, dass wir gleich auf eine schnellste Runde nochmal gehen können. Und da möchte ich richtig einen rausballern. Eine 1.13 möchte ich da schon sehen. Sofern der italienische Jesus uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber gut, hey, versuchen wir es einfach mal. So. Oh, Giovinazzi, bitte mach keinen Stress. Come on, du kennst das Prozedere, doch, das hatten wir schon. Sehr gut. Jetzt haben wir sogar noch DRS auf unsere Hotlap bekommen. Verbremsen uns. Die Runde darf ja auch nicht zu schnell werden. Ah, 13.9 ist okay. Kann man machen. 4 Sekunden auf Verstappen rausgeholt. Gut, durch die Hotlap jetzt halt, klar. Ich bin ja die ganze Runde auf Fett gefahren und sehr viel mit Überholen gearbeitet, aber trotzdem, das ist schon... Ist eine Nummer, definitiv, das ist eine Hausnummer. So, die Frage ist jetzt, kriegen wir... Nee, das kriegen wir nicht hin. Ich hätte überlegt, so eine Minute Vorsprung auf Ocon und Sainz, aber ich glaube, das wird nichts. Also das wäre schon krass definitiv, aber da müssten wir ja 5 Sekunden pro Runde holen. Das kriegen wir nicht hin. We have 5 laps of fuel remaining. Ja, 4 pro Runde. Nope, nope, nope. Aber hey, brauchen wir auch nicht, ne? Ich meine, dass das überhaupt funktioniert hat. Hätte ich am Anfang... Die ersten 2 Runden hätte ich es nicht gedacht. Tatsächlich. Weil Verstappen immer so ebenso gut mithalten konnte. Und ich dachte mir, das wird mir einen Strich durch die Rechnung machen, aber. Nee. Hat locker funktioniert. Oder funktioniert locker. Vielleicht kachel ich den Wagen ja noch in die Wand. Aber. Bis dato funktioniert der Plan. So, oh, Russell Raikön. Findet ja wunderbar, weißt du, dass ich jetzt hier... Yo, Russell, du hast aber auch gesoffen. Im Apex stehen bleiben ist jetzt auch nicht so die geile Idee. Dass ich halt jetzt einen Red Bull überrund, ist auch schon eine andere Nummer, definitiv. So.
Geil, schnellster letzter Sektor. Ja, den habe ich auf meiner Hotlap auch verkackt. Definitiv. Da haben wir dann auch schon 10 Sekunden Vorsprung auf Verstappen. Ja, ich gucke einfach mal, wen wir noch so überrunden können. Also den Alpha Tauri da vorne wahrscheinlich schon. Die Frage ist halt, ob wir die Pace haben, um in das riesengroße Feld da vorne noch reinzustechen. Aber ich glaube nicht. Ich möchte kurz auch anmerken, dass ich dreimal Grosjean überrundet habe. Nur fürs Protokoll. Also er ist zwar nur eine Runde hinter mir, aber ich bin ja dreimal an ihm vorbeigefahren, oder? Oder nur zweimal? Ach, egal. Wir sind halt immer noch so 2-3 Sekunden schneller pro Runde als Verstappen. Das ist schon krass, definitiv. Also, dass das so gut funktioniert, hätte ich ehrlich nicht gedacht. Weil ich habe ja, als ich meinen zweiten Stop gemacht habe, also vom ersten auf den zweiten habe ich ja genug rausgeholt, dass ich sogar schon vor Hamilton bin. Und vom zweiten auf den dritten habe ich genug rausgeholt, dass ich vor Verstappen rauskomme. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es zum ein oder anderen Kampf kommt, aber nee. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade tatsächlich, weil das hätte ich schon sehr gerne gesehen, aber ey Leute, ganz ehrlich, so einen Sieg zu holen, da freue ich mich auch schon drüber. Und das Ganze dann halt noch in Mexiko, wie gesagt, was ja das einzige Rennen letzte Season war, was wir gewonnen hatten. Ist schon nicht schlecht, definitiv. So, Senior Torpedo. Du machst doch keinen Stress, oder? Du nicht, nee. Du bist ein guter Kerl. Das heißt, du wirst mich gleich auch ganz easy vorbeilassen, ne? Du kommst nicht auf so Ideen wie auf der Ideallinie stehen bleiben oder so, ne? Nein, du fährst jetzt hier gleich einfach in die Mitte der Fahrbahn oder da drüben, gehst aber ein bisschen vom Gas. Ja, kein Problem. Sehr gut, dankeschön. Die Überrundung machen es mir gerade auch echt relativ leicht, auch wenn mich ein paar echt genervt haben. Wir kommen halt doch noch da in dieses Quartett rein. So, wir fahren auf jeden Fall in die letzte Runde rein. Und jetzt können wir auch noch mal ein bisschen Sprit rausballern. Was haben wir da vor uns? Ein Ferrari, ein Racing Point, McLaren, Renault. Geil. Einmal alles bitte. Eigentlich ist das echt ein geiler Kampf, ne? Da würde ich jetzt ungern einfach mal ich sein. Ich möchte jetzt ungern aufhalten eigentlich, aber ich habe wenig andere Möglichkeiten. So, genau, wir spalten euch einfach mal. Go, Danny! Meine erste Verwarnung. Oder meine zweite vielleicht, ich weiß es nicht. Und meine Damen und Herren, Mexiko ist echt eine geile Strecke. Wir gewinnen mit einer Drei-Stopp-Strategie souverän.
den großen Preis von Mexiko. Schönes Ding. Ocon-Fahrer des Tages, ja, du mich auch. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine das war sie auch vorher schon. Den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben. Und ohne Flashback auch, ne? Aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Ja, sagen wir mal, wie es ist, ne? Die hatten, glaube ich, nicht so ganz die Pace dafür. Aber schönes Rennen. Wie gesagt, sehr schönes Rennen. Hat mir gefallen. Und wir haben sogar fast die Minute, glaube ich, auf P4 geschafft. Ich glaube, das war definitiv über 55 Sekunden. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich sage mal Esteban Ocon. Das war eine souveräne... Oh ja, von 20 auf 5. Wirklich beeindruckend. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, Rangliste brauchen wir eigentlich gar nicht mehr schauen. Ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber. Verstappen jetzt dadurch gut an Bottas reingekommen. Das heißt, das könnte noch spannend werden. Der Kampf um P2 in der Fahrerwertung. Oh, kriege ich das vielleicht hin, doppelt so viele Punkte zu haben wie mein Teamkollege? Das wäre schon geil. Ansonsten, ja, Romain Grosjean weiterhin der einzige Fahrer ohne Punkte. Ist schon schwach. Ansonsten, Ferrari wird halt P3 halten. Red Bull, okay, Red Bull, Renault, McLaren relativ eng zusammen. Racing Point und Alpha Tauri nah zusammen. Die anderen Teams holen eh relativ selten Punkte, sagen wir so wie es ist. Ansonsten, ja, schnellste Runde haben wir leicht geholt, 2 Sekunden ungefähr. Aber das ist halt auch einfach der Vorteil an dieser 3-Stopp. Ocon eine 1-Stopp, Stroll eine 1-Stopp und Kimi auch. Ja, was ist mit, warte mal, ist mit Kimi irgendwas passiert am Start? Oder konnte der einfach echt nicht durch? Der hat eine Warnung gekriegt in Runde 1 auf jeden Fall. Wofür denn? Moment. Ereignisse, Kollision mit Latifi verursacht, Magnussen und Bottas ausgeschieden. Ja gut, und ich halt noch eine Verwarnung dann gekriegt. Ja, wir gucken uns mal die Highlights an. Von diesem, sagen wir mal, außergewöhnlichen Rennen. Ich hätte sogar vielleicht eine 4-Stopp machen können, ne? Die Stints alle in Tacken kürzer ziehen. Noch einen Mediumsatz am Ende reinballern. Hätte auch klappen können. Dann wäre es auch echt spannend gewesen. Aber das, also wirklich. Ich hatte so im Kopf, okay, es kann funktionieren. Dann dachte ich mir so die ersten paar Runden, es wird vielleicht doch nicht funktionieren. Und, ja, dann war für mich auch schon klar, dass das auf jeden Fall klappt. So nach meinem ersten Stop dann. Aber dass das halt so dominant ablaufen wird, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist schon, ist krass auf jeden Fall. So, da sehen wir Giovinazzi. Oh ne, da springen wir mal vorwärts. Das ist wieder einfach nur die geile Kameraführung. Ja, ja, das ist alles toll, was wir hier sehen. Doch, doch, gefällt mir. Ja, Moment, da gleich. Ja, Zuschauer. Moment, aufgepasst, da kommt er wieder. Moment und jawohl, da ist er. So, und die Zieleinfahrt. Ja, mehr ist halt tatsächlich leider nicht passiert. Aber hey, es war ein interessantes Experiment, definitiv. Kann man mal machen. So, jawohl, Rivalität. Die ist 20 zu 15, glaube ich. Ne, 20 zu 13. Also, das werden wir wohl durchkriegen. Dann Anerkennung. Ah, fast Stufe 16. Ja, Bottas ist ein bisschen verloren. Insgesamt aber ein bisschen was gewonnen. Und ja, 1,7 Millionen wieder.
Ist ein nettes Wochengehalt, definitiv. Also ja, das ist fürs Team, ist mir auch klar, aber ich steck das einfach ein. Bottas kriegt ein Taschengeld von 20 Euro pro Monat. Damit muss er zurechtkommen. Alright. Okay, einiges an Zeit, was wir nutzen können. Ja, komm, das kriegt er auf jeden Fall. Sponsoren. Und ja, komm, Strapazierfähigkeit. Ansonsten können wir, glaube ich, gar nicht mal allzu viel machen. Ne, wir können jetzt nur warten, bis die Teile durchgehen und die dann auch homologieren für die nächste Season. Aber warte mal, genau, ich wollte jetzt hier nochmal nachgucken. In der Anpassung, genau, weil ich meine nämlich, genau, wir haben jetzt hier viel mehr Plätze, wo man Sponsoren draufballern kann. Okay, die ersten fünf sind die gleichen. Warte mal hier, oh, auf dem Halo, das ist geil. Auf dem Halo hätten wir dann gerne, ja, das passt am ehesten drauf. Machen wir aber schwarz, würde ich sagen, einfach Komplementärfarbe. Dann hier vorne noch, ja, unser Hauptsponsor, was auch sonst. Hier hinten drauf, okay, da passt gar nichts hin. Das beißt sich mit dem Design. Hier können wir dann auch nur Sensor draufpacken. Ich möchte halt nicht, dass sich das überlappt. Das möchte ich halt nicht. Oh, auf dem Heckflügel, ja geil. Da kriegen wir dann noch Neon drauf, würde ich sagen. Und hier hinten Xenon. So haben wir auch ein paar mehr Sponsoren auf dem Wagen dann. Beziehungsweise nicht ein paar mehr, sondern halt eigentlich die gleichen, nur halt noch an anderen Stellen. So, ja, wunderbar. Wunderbar. Dann, ja, Brasilien als nächstes. Das könnte wieder ein Regenrennen werden. Würde ich irgendwie feiern, tatsächlich. Ich weiß nicht, das hätte irgendwie was einfach. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. So, genau, Motor-Upgrade ist durch. Das heißt, unser Fahrer ist jetzt nochmal schneller geworden. Geil. Würde ich sagen, genau, das können wir auch direkt anpassen. Nochmal besseres ERS-Management für uns. Oh, warte mal, jetzt, das möchte ich mir jetzt nochmal ganz kurz angucken, weil wir dürfen jetzt die anderen Teile, genau, die dürfen wir zumindest sehen. So, das ist ein ultimatives Kraftstoff-Einspritzsystem, also nochmal mehr Spriteffizienz. Verbesserung am Kraftstoffsystem ermöglicht einen effizienteren Kraftstoffzufluss, der zu mehr Sparsamkeit führt. Okay. Was haben wir hier? Ein Auspuff. Ein verbessertes Auspuffdesign mit reduziertem Abgasgegendruck verbessert die Benzinausbeute und erhöht damit die Antriebskraft. Okay, also ein bisschen mehr Power. Und ja, hier nochmal ERS-Rotoren. Ein neues Rotordesign verfügt über zusätzliche Rotorgrillen, die mit Magneten versehen sind. Diese können bei Rotation dazu genutzt werden, zusätzliche Energie zu erzeugen. Okay. Ja, gut. An die Teile werden wir halt logischerweise nicht rankommen. Das wissen wir eh. Ich bin auch gerade ein bisschen fasziniert, dass das Teil hier aufgedeckt ist. Wird aber auch keine Chance haben, ranzukommen, aber gut. Ja. Hey, gucken wir einfach mal, was in Brasilien abgeht. Brasilien habe ich letztes Mal nicht gewonnen. Da habe ich mir relativ schwer getan. Das heißt, da gucken wir einfach mal, wie das dieses Mal funktioniert. So. Wir haben auf jeden Fall anfangs keinen Regen. Oh, wir haben in einem der Trainings aber Regen. Okay, interessant. Ja, es bleibt trocken. Das Triebwerksteam ist wegen unserer Verbesserung überglücklich. Sie haben ein paar erstaunliche neue Forschungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Ja, ja, klar, das wissen wir eh. 5 Siege in Folge, geil. Ist doch jetzt der 5. in Folge, ne? Davor haben wir nicht gewonnen. Ja, genau, 5 Stück. Cool. Wie sieht das denn aus? Hat sich ein anderes Team noch entwickelt? Ne, Mercedes hat nichts gemacht. Red Bull auch nicht. Gut, McLaren und Renault ein bisschen. Und das war's. Also jetzt niemand, der uns gefährlich kommen würde.
Ja, das war auf jeden Fall Sieg Nummer 14 in dieser Season. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, ob wir die 16 voll machen oder nicht. Ich denke mal, Brasilien werden wir noch relativ normal fahren. Abu Dhabi wird dann ein 100%-Rennen werden. Mein zweites 100%-Rennen, was ich fahre. Ich bin ja beim CGPO damals Österreich 100% gefahren. Aber ja, es war ein tolles Rennen, finde ich. Und wenn es dir gefallen hat, oder wenn dir zumindest das Experiment gefallen hat, was ich gemacht habe, dann würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!